So, und damit willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Martin, mein Name, zweiter Teil von Project Nomads. Wir sind mittlerweile auf unserer Insel kurz vor der Piratenschlucht gelandet, haben die ersten Zeppeline schon ausgeschaltet und begeben uns nun auf den Weg durch die Schlucht, um zu den Wächtern zu gelangen. Wie wir in Erfahrung bringen konnten, haben schon einige Nomaden, wie wir es selber sind, versucht, sind aber wohl laufend daran gescheitert. Doch da die Notwendigkeit besteht, es trotzdem zu schaffen, lassen wir uns davon nicht abhalten und wir starten die Motoren. Oder so ähnlich. Bin mir gerade nicht sicher, ob das hier Motoren sind, die das Ganze in Gang setzen. Und benutzen unseren Turm hier. Hoffen, dass wir hier jetzt nicht in einen Hinterhalt geraten. Bisher ist es noch kein Problem. Was haben wir hier? Okay, ich dachte schon, das wären Wachtürme. Das sind Wachtürme, kann das sein? Tatsächlich. Treffen wir die auch? Ja, die treffen wir. Du bist hier näher. Dann heißt es Augen offen halten. Da ist schon der nächste. Und die feuern natürlich mit schwerem Geschütz. So. Aha. Ein kleiner Luftballon. Oh Mann, hey, das ist echt unangenehm. Da würde ich nicht dran setzen wollen. Da ist mir die Insel doch um einiges lieber. Die lässt sich zumindest nicht so leicht aufhalten. So, und ihr noch? Insel wird angegriffen. Ja, wir sind dabei. Hinten haben wir keine mehr, die uns in den Rücken fallen könnten. Das ist sehr gut. Da ist schon der nächste. Antrieb aktiviert. Okay, da muss ich nur justieren. Das Trefferfeedback ist ein wenig... naja... schwach ausgeprägt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob ich die wirklich treffe. Ah, hier ist da noch einer oben, oder wie? Ob ich nun exakt auf die Ziele zielen soll oder ein wenig davor versetzt aufgrund der Fortbewegung. Das ist mir gerade alles zu ruhig. Das riecht doch stark nach Falle. Ich habe richtig gerochen. So, links vermutlich auch. Tatsache. Nicht den eigenen Turm treffen. In der Hoffnung, dass ich ihn nicht zerstöre. Und vernichtet. Nun der Zeppelin. Die scheinen mir nämlich One-Hit-Killer zu sein. Oh, da ist schon der nächste. Wie viel unsere Insel wohl aushält? Der grüne Balken oben links ist eher der Geschützturm. So scheint es mir, beziehungsweise das Leben der Susi. Tatsächlich den Eindruck, man muss ein wenig versetzt zielen. Aufgrund der bereits erwähnten Fortbewegung. Aber bisher ist das ja noch alles im Rahmen des Machbaren. Werden das ja gerade ein bisschen sehr viele. Oh, da kommen wir ungewollt nahe. Wäre problematisch geworden, wenn hier jetzt noch Geschütztürme am Start wären.
So, da scheinen wir doch schon am Ziel zu sein, wie es aussieht. Die Musik ist ein bisschen beunruhigend. Sieh an, was war das denn gerade? Da ist doch was geflogen, oder? Oder habe ich mir das eingebildet? Und es war nur einer dieser Lensflares. Woher die auch kommen mögen. Viel Licht haben wir hier nicht. Menschen, da trommeln die Trommeln. Die Musik gefällt mir ja schon mal recht gut. Wirkt sehr atmosphärisch. Und da oben sind sie auch schon. Das sind Flieger tatsächlich. Sabalotei. Die sind ziemlich flott unterwegs. Und ich komme nicht ganz nach oben. Das ist natürlich ein Nachteil. So, jetzt aber. Hey, ich treffe dich einfach nicht. Geh down. So, der erste ist weg. Wo ist der zweite? Es waren noch zwei, meine ich, oder? Meine Güte, der Turm da hinten, ist er jetzt stark angeschlagen oder sieht er immer so aus, wenn wir uns fortbewegen? Oh! Meine Güte, ey. Ich hätte gerne auch ein paar von diesen Fliegern. Am besten drohnenartig. Dass sie von selbst die Probleme aus der Welt schaffen. Ah, jetzt komme ich wieder nicht hoch genug, aber dich haben wir erwischt. Und dich haben wir auch erwischt. Wunderbar. So, Augen wieder nach vorne. Da sehen wir nämlich schon das nächste Problem. Das ist eine ziemlich lange Schlucht. Wenn man das denn Schlucht nennen kann. Ein Blick nach hinten geworfen. Macht klar, dass wir hier keinen Hinterhalt geraten, zumindest bis jetzt. So, dich hier auch weg. Ihr seid nämlich auf Konfrontationskurs. Und zwar dem direkten. Jetzt könnten wir natürlich ein paar unserer... Wer feuert hier denn? Sehe dich nicht. Ach da. Ein paar unserer Freunde benötigen, die die anderen Geschütztürme besetzen. Alleine ist man da ja schon etwas aufgeschmissen. An dich komme ich wieder nicht ran, Mensch. Alter, was ist das denn hier? Ein Bomber oder wie? Oh mein Gott, da hinten brennt's. So, jetzt ist die Frage, die hier vernichten oder... Okay, das wird mir jetzt gerade zu viel. Wir müssen hier mal handeln. Setz dich in Bewegung. Nein, nein. So, erst einmal... Ach, verdammt. Falsche Taste. So, benutzen. Erst einmal setzen wir dich außer Funktion. Wo sind wir denn? Dachte ich schon, wir werden festgebackt. So, jetzt wird das Ganze hier mal repariert. Wir wollen nämlich nicht in die Zeppeline reinfliegen. Jetzt geht's ja aber gerade hoch her. Boah. Geschütztürme, Flieger, alles drum und dran, hey. Und wir brennen. Möglicherweise sollten wir dich mal reparieren. So, und wieder rein. Da bist du auch schon. Ah, ich muss tatsächlich ein wenig vor den Zielen. Du
Ist aber einfacher gesagt als getan. Der Geschützturm ist nämlich ziemlich empfindlich in der Bewegung, wie ihr möglicherweise auch schon festgestellt haben könntet. Tja, und da wurden wir ziemlich mitgenommen. Glücklicherweise haben wir es geschafft, die Insel rechtzeitig zum Stopp zu bringen. Wenn wir in die Zeppeline geflogen wären, wäre das nicht von Vorteil. So, jetzt platzieren wir das Ganze hier wieder. Da ist es rot. Vermutlich, weil wir da gerade stehen. Soll uns aber nicht stören. Und genau hier noch. Dann vernichten wir hier gerade die Zeppeline am Start. Rein mit dir. Sehr schön. Das war schon etwas anspruchsvoller. Aber kein Problem. Nein, nein. Und starten. Die Kamera ist ein wenig verwirrend, möchte ich meinen. So, dich vernichten wir auch. Da war ein kurzer Aussetzer. Hoffentlich kommen diese Bomber nicht nochmal. Die sind nämlich ziemlich zu stark. Da hinten haben wir noch einmal jene kleine. Die wahrlich das kleinste Problem darstellen. Aber das sieht mir doch auch wieder nach Hinterhalt aus, oder? Nein, offenbar nicht. Auf der weiten Fläche hier. Ohne große Hindernisse. Da haben wir schon einen Turm. Sind sogar zwei. Irgendeinen werden wir dann wohl treffen. Oh, das sind sogar drei. So, wechseln sie. Das waren drei. Na? Vielleicht werde ich zwischen dieser und der nächsten Folge mal nach der Mausempfindlichkeit schauen. Oh Junge, da kommen schon wieder welche. Und die halten echt zu viel aus, hey. Oh, und noch so einer hier. Der ist glücklicherweise ziemlich schnell kaputt gegangen. So, jetzt hier, komm. Lass dich treffen. Dazu bist du da. Oh, gegen die Felswand geflogen, wie es aussieht. Beginnt die ja gerade Selbstmord, kann es sein? Oder ist die Umgebung einfach sehr schlecht geeignet fürs Fliegen? Ah, und ich habe mir gerade noch gedacht, ich sollte einen Blick nach vorne werfen. Tja, so viel dazu. Junge, Junge, also da merkt man, ältere Spiele, das sind die Respawn-Punkte, Entschuldigung. Noch ein wenig fragwürdig, beziehungsweise ziemlich hart im Geben, nicht im Nehmen. Dann setzen wir dich doch gleich in Bewegung. Setzen wir uns in Bewegung? Nein. Na gut, dann machen wir eben erst die Heißluftballons weg. Und diesmal bitte mit Erfolg.
Komm, beweg dich. Was ist los? Auf, dass wir das in dieser Folge noch schaffen. Weg mit dir. Naja, der... Der und jene andere haben uns ja gewarnt, dass das hier nicht einfach werden würde. Aber wir gehören ja, wie wir wissen, zu den Besten. Möglicherweise werden wir unser Schiff auch ein paar Mal anhalten, also unsere Insel. In diesem Zeppelin hier nicht zum Opfer zu fallen. Es ist natürlich auch die Frage, die sich mir hier gerade stellt, warum wir durch diese Schlucht hier fliegen und nicht einfach, also Schlucht in Anführungsstrichen, und nicht einfach drum herum. Ich sehe da nicht die Schwierigkeit. Na, also. Die erste Etappe hätten wir schon mal hinter uns. Wunderbar. Jetzt dürften die ersten gegnerischen Flieger nicht mehr lange auf sich warten lassen. Augen offen gehalten. Na, wo seid ihr? Bin auf alles vorbereitet. Und das besser als ihr, denn ich weiß, was mich erwartet. Ich weiß nur nicht genau wann. Was, Insel wird angegriffen? Ach, von hinten nun. Gut, dann sollen die feuern. Wir kümmern uns lieber um die Zeppeline. Denn die Geschütztürme, die sind irgendwann außer Reichweite und damit kein Problem mehr. Da müsste rechts noch irgendwo einer sein, kann das sein? Oder links? Irgendjemand feuert hier auf jeden Fall noch. Beseitigen wir dich eher auch noch gerade. So, ihr beiden. Und jetzt die Zeppeline. Oh Mann, 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 das wird gerade echt knapp. Wie war das noch mit dem Anhalten der Insel? Der Weg zum Wachturm ist natürlich recht lang. Vielleicht werden wir das gerade ändern. So, das Artefakt. Und dann platzieren wir dich
Näher geht es leider nicht. Bauplatz blockiert? Wieso? Gut, dann ebenso. Bauplatz blockiert. Naja. Standen wir da? Bin mir gerade nicht sicher. Ich meine nicht. Da haben wir sie auch schon. Unsere werten Feinde. Einer ist weg, wo ist der zweite? Der scheint auch schon weg zu sein. Der hat wohl die Muffen gekriegt. Oder war er gerade da unten? Nein, der ist weg. Da hinten sind schon die nächsten kleinen Luftballons, Heißluftballons. Da kommen auch schon die Probleme. So, du bist schon mal down. Wunderbar, gegen den Felsen geflogen. So, ein Blick nach vorne. Den sollte man stets wagen. Auch in brenzligen Situationen. Und diesmal will das aber besser funktionieren. Im Ernstfall lassen wir uns eben bombardieren. Solange sie nicht auf den Leuchtturm gehen, ist das im Grunde kein Problem. Na? Hallo? Tschüss. Ja, ich bin dabei. Aber danke für den Hinweis. Und da haben wir wieder welche am Start. Der Geschützturm da drüben, der brennt. Das sehe ich gar nicht gerne. Das gefällt mir schon eher. Da haben wir wieder solche einen großen hier, dem ich leider nicht folgen kann. Aber das soll das Problem nicht am Leben erhalten. So, jetzt gehst du hier aber auch drauf. Nein, du weigerst dich. Ich glaube, ich spinne. Ah, da war ich gerade irritiert. Wir bewegen uns nämlich gar nicht mehr. Unser Leuchtturm ist kaputt gegangen und anstatt auszusteigen, fallen wir halt raus. Auch gut. So, hier haben wir den Leuchtturm. Wo ist denn der andere Geschützturm hin? Ich dachte, die Artefakte verbleiben. Wahrscheinlich war das dann wohl das rote Artefakt, die scheinen nicht zu bleiben. Naja, gut. Werden wir das nächste Mal mehr drauf achten und berücksichtigen. So, und an dieser Stelle, wo wir einen kurzen Moment der Ruhe haben, werden wir wohl doch noch einen Cut machen. Tut mir sehr leid, dass wir das Ganze hier noch einmal durchmachen müssen. Aber naja, ihr wisst es ja, wie das ist. Wer es nicht in der Hand hat, der hat es in der Geduld. Und ich sage bis auf dann.